So, herzlich willkommen zurück hier bei Courier Chronicles. Ein kleines Problem. Ich habe zwischenzeitlich einen Part mit Schlacht aufgenommen. Den hat aber irgendwie im Computer verschluckt. Deswegen stehen wir hier quasi schon mitten in der Schlacht. Kann man jetzt nichts machen, tut mir echt leid. Aber wenigstens führen wir diese Schlacht hier weiter fort. Ich zeige es euch mal kurz auf der Map, wie es hier steht. Wir sind hier mit 9 Mann ausgerückt. Wir müssen ein gegnerisches Lager einnehmen. Das hier ist unser Lager. Auf der einen Seite, da haben wir 5 Mann. Und das hier ist das Lager des Gegners. Ihr seht, hier ist ein Panzer. Und Velks ist hier schon mit seiner Edelweiß ebenfalls weit vorgedrungen ins gegnerische Lager. War vielleicht nicht der beste Move. Hier hinten ist noch ein Shock Trooper, die werde ich jetzt mit nach vorziehen müssen. Sonst wird das nix. Alicia wurde getroffen und wurde aber glücklicherweise von den Medics gerettet. So, dann lauf mal, mein Mädel. Sie wird wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Mal bis ganz nach oben kommen. Das ist ein Problem. Aber hey, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, da kommt sie nicht weiter. Das heißt, ich werde jetzt einen Command Point ausgeben müssen, um sie hier ebenfalls ins Schlachtgeschehen zu schicken. Gleich nochmal. Unser Ziel ist es, das komplette gegnerische Lager einzunehmen. Das machen wir, indem wir die Fahne des Gegners anklicken mit einer Einheit. So, sehr schön. Rosie hat es geschafft und könnte jetzt hoffentlich den gegnerischen Scout hier ausschalten. Sehr gut. Ja, Shock Troopers sind wirklich eine gute Waffe. Und jetzt ist sie auch in einer guten Position, um eventuell zu kontern, sollte jemand versuchen, um unseren Tank rumzukommen. Ja, Rose, wir wissen, du bist gut. In unserem Lager haben wir eine Anti-Tank-Unit. Das ist Largo. Den müssen wir mal nach vorne pushen, aber ich möchte zuerst mit meinen Shock Troopern hier die Positionen an den beiden Sandsäcken einnehmen. Und das werde ich mit den letzten 2 Command Points auch machen, so wie es aussieht. So, Edi. Ach, da ist schon besetzt. Okay. So, dann feuer doch mal gleich auf ihn. Das ist auch ein Shock Trooper. Nee, ist ein Scout, sorry. Und den haben sie hier relativ gut erledigt. Und es war auch noch ein Anführer. Deswegen hat der Gegner jetzt einen Command Point weniger. Sehr gut. Bei uns war Alicia Anführerin. Ist allerdings, ja, ins Krankenhaus gekommen. Gott sei Dank. So, und du versteckst dich hier. Und das gleich machen... Oh, da ist noch ein Tank, verdammte Axt. 2 Tanks haben die Gegner. Vielleicht sollte ich Largo dann doch gleich vorholen. Damit er zumindest sich mal in Positur bringt. Alter, diese Zeitlupenbewegung, die geht mir echt auf den Nerven. Aber da kann man nichts machen. Was mir auch auf den Nerven geht, ist, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Das, ja, war, wie gesagt, leider nicht so wie geplant. So, Largo kann jetzt hier nichts weiter machen, das ist schlecht. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass sie die Sache trotzdem irgendwie hinkriegen. Und jetzt ist der Gegner an der Reihe. Schauen wir mal, was er aufzubieten hat. Wie gesagt, für mich geht der Kampf schon eine Viertelstunde länger als für euch. Ist eben ein sehr, ja... So, er hat noch 4 Command Points. Das ist gut, das heißt, er wird nicht beide Panzer bewegen. Aber mal den einen. Und Tank gegen Tank. Ja gut, das macht uns jetzt nicht so viel aus. Und wenn da wir schon 2 Command Points draufgegangen sind, umso besser. Und den zweiten Tank bewegt er auch noch.
Wohin fährst du mit ihm? Das könnte Lago in eine gute Schussposition bringen. Nein, er dreht ihn von uns weg. Oder? Nein, tut er nicht. Wunderbar, dann weiß ich schon, dass ich mit Lago hier da hinten drauf gehen kann. Wir müssen den Tank davon abhalten, unser Lager hier zu fertig zu machen. Und der bricht durch die Wand. Heilige Scheiße. Ja, weiß ich. Well, it's my turn now. Stick this in your pipe and smoke it. Das klingt nach einem Plan, Lago. Stay sharp. Tanks can break through crumbling walls and trample down sandbags and trees. Haben wir schon bemerkt. Und da kommt ein Mörser. Aber Dorothy hat's überlebt. So. Und wir sind dran. Theoretisch. Ja. Okay, also oberstes Gebot. Ja, Ammunition, ich weiß. Ja. Und ein Engineer kann das wiederherstellen. Ist klar, damit kommen wir zurecht. So. Wir sind dran. Haben 8 Command Points. So, und ich werde jetzt mit Lago gleich mal in Richtung des Panzers gehen, um zu sehen, wie viele Schüsse wir brauchen, um den down zu kriegen. Lago gerät hier ein bisschen unter Beschuss. Ich hoffe, er übersteht das Ganze. Aber er ist jetzt in perfekter Position, um den Tank auszuschalten, denn da hinten ist er besonders empfindlich. Und Feuer frei. Und kaboom, geht der Tank down. Ein weiterer Command Point ist hier weg vom Gegner. Sehr schön. Also, und ich bringe ihn hier hinter der Wand in Stellung, damit er nicht so exponiert ist. So, perfekt. Da kann der Gegner nicht mehr auf uns schießen. Gut, wie gehen wir weiter vor? Ich würde vorschlagen, ich schau mal, ob ich hier ein paar Gegner mit Edi ausschalten kann. Schönen einen nach dem anderen. Na komm schon, triff Edi. Wunderbar. Wieder ein Scout weniger und Edi bleibt hier in Deckung hinter der Sandsackbarriere. That's what you get. Nice work. Keep taking them. So, dann glaube ich, schauen wir mal wieder auf Wilkes mit dem Panther. Ich habe ja da noch einen gegnerischen Panzer vor mir, fällt mir da auf. Das ist ein Problem. So, Rosie, schau dir mal die Lage an und rück ein bisschen weiter vor. Vor allem hinter eine Sandsackbarriere nach Möglichkeit. Potential, Strong Build. Ja, ab und zu werden solche Potenziale freigesetzt. Das ist quasi dann ein Buff für die Jungs und Mädels. So, da haben wir einen auf offenem Feld stehen. Ein Engineer. Ja, aber bringt nicht so viel. Der Abstand ist zu groß. Shock Troopers sind aus geringer Distanz wesentlich effektiver. Hat aber trotzdem ganz gut Schaden gemacht. Und der Engineer schießt hier zwar zurück, aber das wird nicht allzu viel bringen. So, ich glaube, ich werde es eher noch versuchen, mit einem zweiten Shock Trooper links in der Stadt voranzukommen. Da müsste ich noch einen stationiert haben.
Lasst mal sehen. Ja, da haben wir noch jemanden. Dorothy. Dorothy ist dran. Und schleicht sich hier über die Gasse an. Geht sich das aus bis hinter die Sandsackbarriere? Nein, leider nicht. Kann sie hier schießen? Der Abstand ist zu groß. Und sie hält einfach mal auf den Betonpfeiler drauf. Kein Problem. Die Gegner sind hoffentlich erstmal beschäftigt. So. Ich muss aber auf alle Fälle auf diesen Panzer aufpassen. Und deswegen hole ich mir Lago mit nach vorne an die Front. Bis zu den Sandsäcken wird es ja hoffentlich schaffen. Denn da wäre er erstmal geschützt. Nein, wird sich nicht ausgehen. Verdammte Axt. Ich muss ihn aber unbedingt... Ja, Lago bekommt ihn nämlich ordentlich einen ab. Geht sich das aus auf diese Entfernung? Nee, leider nicht. Hat nicht getroffen. Also, end his current action. Ihn muss ich jetzt nochmal bewegen, denn ich muss dringend auf ihn aufpassen. Oder ihn wieder zurückziehen. Das ist hier die andere Möglichkeit. Ich glaube, ich werde ihn erstmal zurückziehen. Am besten hier irgendwo hin. So, okay. So, zweimal quere ich noch dran. Dann würde ich vorschlagen, Edi räumt hier nochmal ein bisschen auf. Edi nimmt die nächste Deckung ein. Und feuert. So. Und da geht der nächste Shock Trooper down. Das ist gut. Und sie trifft sogar noch den dahinter. Den Engineer. Das war ein guter Move von Edi. So, langsam aber sicher haben wir hier die Überhand. Wir haben noch einen Command Point. Dorothy. So, Dorothy. So, geht sich das aus, ihn hier umzunieten? Wunderbar. Und auch sie trifft den dahinterstehenden zumindest einmal noch. Kann sie sich jetzt noch dahinter verschanzen? Und das war der nächste Commander. Das heißt, unser Gegner hat jetzt, glaube ich, nur noch zwei Command Points. Interessante Uniform hat sie da. So, und sie kommt sogar noch, um sich zu verstecken. Sehr gut. So, dann schauen wir, was der Gegner jetzt macht. Recht viel kann er jetzt nicht mehr tun. Wir haben das Lager schon ziemlich eingekreist hier. Ja, zwei Command Points hat er nur noch und nicht mehr gerade viel Potenzial, außer seinem Panzer. Aber die Edelweiß hält das aus.
So, sehr schön. Aber ich würde vorschlagen, nachdem unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist, machen wir das im nächsten Part weiter, wo wir dann gewinnen werden. Das war's hier mal aus der Schlacht. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.